SWR 2 Zeitwort. Sie sitzen bei Gulasch, Würzfleisch und überbackenem Camembert im Bahnhofscafé. Zielperson Nummer 1, Birgit Hogefeld. Geboren 1956 in Wiesbaden, eine der Leitfiguren der sogenannten dritten Generation der Rote Armee-Fraktion RAF. Zielperson 2, Hogefelds Partner. Wolfgang Werner Grams, ebenfalls Mitglied der RAF, geboren 1953 in Wiesbaden. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt die beiden, unter anderem an dem Mord an Alfred Herrhausen beteiligt gewesen zu sein, dem Chef der Deutschen Bank. Noch ein dritter sitzt im Café, Klaus Steinmetz. Geboren 1959 in Ludwigshafen. Codename VM704. Steinmetz ist V-Mann des Verfassungsschutzes Rheinland-Pfalz. Er hat Birgit Hogefeld nach Mecklenburg gelockt und damit den Einsatz in Bad Kleinen eingefädelt. 15.13 Uhr, Verlassen des Cafés. Die drei gehen treppab in die Bahnhofsunterführung. Dort wollen die GSG-9-Männer zuschlagen. Sie haben die Fluchtwege abgeriegelt, die Aufgänge zu den Gleisen. Zugriff erfolgt. Diese Durchsage hört einer der Beamten oben auf dem Bahnsteig. Aber der ganze Funkspruch lautet damals: Wenn der Zugriff erfolgt, dann kontrolliert noch ein verdächtiges Fahrzeug. Das Wenn wird verschluckt. Der Beamte auf dem Bahnsteig rennt verfrüht los, öffnet so einen Fluchtweg in Richtung der Gleise und läuft den Zielpersonen in die Arme. Alle sind überrumpelt, auch die GSG-9-Männer. Immerhin, sie können Birgit Hogefeld und zum Schein den V-Mann sofort überwältigen. Wolfgang Grams rennt treppauf zu den Gleisen. 6 Beamte setzen ihm nach. Dem Flüchtenden am nächsten ist Michael Nevzeller. Grams dreht sich um und gibt 10 Schüsse ab. Die GSG-9-Männer feuern zurück, 33 Schüsse. 2 Beamte brechen verletzt zusammen. Nevzeller wird von 4 Kugeln getroffen. Der Beamte stirbt noch auf dem Bahnsteig. Michael Oskar Nevzeller, genannt Shorty. Am Tag seines Todes war er 25 Jahre alt. Wolfgang Grams stürzt nach einem Bauchschuss rücklings auf das Gleis und bleibt dort liegen. Und dann? Ich trete heute als Bundesminister des Innern zurück. Verkündet wenige Tage später Rudolf Seiters. In Bad Kleinen sind offensichtlich Fehler deutlich geworden. Wolfgang Grams, so Gerichtsmediziner, ist durch einen aufgesetzten Kopfschuss getötet worden. Das lässt die Frage aufkommen, wer hat diesen Schuss gesetzt? Alexander Groß, Rechtsanwalt. Er vertritt die Eltern von Wolfgang Grams. Eine Kioskbesitzerin will aus nur 20 Meter Entfernung gesehen haben, dass 2 Beamte an den reglos auf dem Gleis liegenden Grams herangetreten seien. Der eine Beamte bückte sich und schoss aus nächster Nähe mehrmals auf den Grams. Eine Hinrichtung? Später kommen Zweifel auf am Wert dieser und einer anonymen Zeugenaussage. Unabhängige Ermittler aus der Schweiz stellen fest, der tödliche Schuss kam aus Grams eigener Waffe. Also doch Suizid? Wichtige Spuren sind verwischt. So haben etwa die Gerichtsmediziner für saubere Fingerabdrücke die rechte Hand des Toten gereinigt und damit mögliche Schmauchreste vernichtet. Die hätten eine Selbsttötung beweisen können. Dennoch stellt der Schweriner Staatsanwalt offiziell fest, es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass Grams von einem Polizeibeamten rechtswidrig getötet oder verletzt worden wäre. Der Rechtsanwalt der Eltern beharrt darauf, die Hinrichtung oder Suizidfrage sei nicht beantwortet. Es ist keinesfalls bewiesen, dass er sich selbst erschossen hat. Aber den Klägern ist es auch nicht gelungen zu beweisen, dass er durch einen GSG-9-Beamten erschossen wurde. Pannen, mangelhafte Informationspolitik, fadenscheinige Aussagen. All das führt vor 30 Jahren zu einem Vertrauensverlust in den Rechtsstaat. Aber auch zu einem Medienskandal, in dem ein Hamburger Nachrichtenmagazin keine gute Figur macht. Im Kontext des Relotius-Skandals 2019 arbeitet der Spiegel diesen Komplex noch einmal selbstkritisch auf. Und dennoch, der Einsatz von Bad Kleinen ist auch ein Erfolg. Die Operation Weinlese markiert den Anfang vom Ende der RAF. Nur wenige Jahre später, 1998, gibt sie ihre Auflösung bekannt.